unsere individuelle Mobilität betrifft, muss man voll auf Elektromobilität setzen. Die Photovoltaik muss da die zentrale Rolle spielen. Problem ist im Moment noch die geringe Kapazität der Energiespeicherung in Fahrzeugen. Es gibt allerdings im Labor auch schon mit mehreren tausend Zyklen getestete Systeme, die sind schon Faktor 10 effizienter. Man muss investieren, aber wenn die zehnfach verbesserten elektrischen Batterien kommen, dann hat ein Elektrofahrzeug dieselbe Reichweite wie ein Benzinfahrzeug.